Herzlich willkommen hier im Medientheater. Jetzt geht es um Elektroroller. Wer von euch hat denn so einen Elektroroller? Okay. Wer von euch fährt damit in Deutschland in der Öffentlichkeit rum? Okay, cool. Mutig. genau. Wie genau das jetzt legal ist oder nicht oder was auch immer, irgendwas darüber wird euch jetzt Nicola erzählen. Viel Spaß und nochmal Applaus für Nicola. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Nicola hier vom Entropia. Wir veranstalten so eine GPN und offenbar kämpfen wir gerade mit der gegen das, die Gulasch-Ausgabe, weswegen der Raum nicht ganz so voll ist. Aber halb so schlimm. Die wichtigen Leute sind da. Ich habe mir mal die Elektro-Kleinstfahrzeugsverordnung angeschaut, weil ich einfach das Thema interessant fand. Ich sage dazu noch ein bisschen mehr gleich. Und dann dachte ich, naja, wenn ich mich jetzt da eingelesen habe, dann braucht ihr das nicht alle machen, dann kann ich euch vielleicht noch ein bisschen Infos mit auf den Weg geben. Ja, was ist so ein Elektro-Kleinstfahrzeug? Naja, ihr kennt die Dinger spätestens, wenn ihr auf dem Kongress wart, ja, da flitzen überall Leute rum. Im Industriegebiet dachten die wohl, dass die Messe Leipzig da gerade eine Ausstellung von den Teilen hat, weil da war reger Besuch. Die Hacky Racers sind ja auch irgendwie so, gehen ja auch in die Richtung, da sind ja Niklas und Jan-Henrik auch hier nebenan, einen Gruß. Und naja, meine Motivation ist erstmal, ich will so ein Ding. Ja, also tatsächlich, ich besitze sogar so ein Ding. Aber ich besitze nicht dieses, aber das gleiche Modell wie dieses was Anschauungsmaterial von einem netten Jakob. Da muss ich nicht meins rumschleppen, weil trauen mich auf der Straße zu fahren, ja, nur so halb. Ihr seht gleich, werdet jetzt gleich sehen, warum. Und naja, ich will nicht nur so ein Ding, ich will so ein Ding und ich will es in Deutschland fahren dürfen und zwar legal in der Öffentlichkeit. Deswegen, ich sage jetzt schon vorweg, deswegen auch der Talk auf Deutsch, weil es wird halt um Deutschland gehen. Zweites, Achtung, ich bin halt kein Anwalt, das heißt, wenn ihr von der Polizei angehalten werdet, dann sagt nicht, ja, Nicola hat gesagt, nein, müsst ihr euch schon selber kümmern. Mir geht es hauptsächlich darum, die sogenannte letzte Meile zu bewältigen. Ich freue mich, das Luxus haben zu dürfen, kein Auto zu besitzen. Ich wohne in der Stadt, eine Haltestelle vor der Tür, eine Haltestelle vor der Arbeitsstätte. Aber wenn ich mal irgendwie unregelmäßig oder regelmäßig irgendwo anders hin will, ja, dann bin ich meistens faul und klicke mir ein Stadtmobil oder laufe dann lange zu Fuß. Und so ein Elektro-Kleinstfahrzeug wäre da halt natürlich voll die ideale Lösung. Also selbst hier, wenn ich mache Finanzen auf der Veranstaltung, wenn ich von A nach B die ganze Zeit hin und her müsse, mein Schrittzähler verrät mir dann, wie sehr meine Füße wehtun. Und mit so einem Elektro-Kleinstfahrzeug würde das nicht so schlimm sein. Ich werde euch ein bisschen Grundlagen und den aktuellen Status erzählen. Eine Definition, was ist das überhaupt, ein EKFW nach Gesetz, den Gesetzentwurf selbst. Ich werde ein bisschen das Gesetz hinterfragen und dann halt, naja, ab wann dürfte ich denn dann freuen. Ich werde noch ein bisschen was zum Thema Sicherheit sagen, aber einen kritischen Blick auf, will man diese Dinger überhaupt haben in der Stadt oder auch nicht oder wie oder in welchem Format, das werde ich jetzt nicht erzählen. Das wird den Rahmen sprengen und naja, das ist ja dann irgendwie auch eine subjektive Meinung. Ich will versuchen, ein bisschen neutral zu bleiben. Es klappt nicht immer, aber wir werden mal sehen. Also zu den Grundlagen. Naja gut, also in Deutschland, man denkt oft, das ist eine Redewendung, aber naja, gerade im Straßenverkehr gilt die Regel, alles ist verboten, was nicht explizit erlaubt ist. So, und dann gibt es halt so Fahrzeugklassen. Und dann kann man sich ja, naja, okay, als diese Gesetze entstanden sind, da gab es halt noch diese ganzen Roller, Hoverboards. Euch fallen sicher noch viel mehr Varianten ein. Ich habe nachher ein paar Bilder, aber es gibt sicher noch viel mehr. Da ist jetzt die Frage, naja, zählt das denn irgendwie, das gibt es ja schon, Fahrrad und Kickroller, zählen denn so Dinge halt als Fahrrad oder Kickroller? Naja, nee, tun sie nicht, weil sie sind halt motorisiert. Na gut, okay, aber so ein Pedelec ist ja auch motorisiert. Ist es vielleicht, kann man das irgendwie in die Kategorie Pedelec schmeißen? Nee, das kann man leider nicht, weil so ein Pedelec unterstützt nur. Also erst wenn ich fahre, kriege ich ein bisschen Hilfe bei so einem E-Tretroller oder bei so einem Segway oder sonst was. Das Ding fährt eigentlich von alleine.
Ja, beim Tretroller muss man am Anfang so ein bisschen anschieben, aber ansonsten fährt das Ding alleine und deswegen zählt es halt nicht als Pedelec. Aber es gibt tatsächlich was erlaubt ist. Es fährt ab und zu mal auf deutschen Straßen rum. Das ist ein Segway, also dieser selbstbalancierend, ja, mit der Stange. Zählt es denn vielleicht darunter? Naja, nicht ganz oder eigentlich gar nicht, denn für die Segways gibt es fast ein extra Gesetz, was nur die Segways erlaubt. Das heißt Verordnung über die Teilnahme elektronischer Mobilitätshilfen am Verkehr. MOPHV. Na gut, warum jetzt ein Segway Mobilitätshilfe ist und so ein E-Tretroller nicht, sei jetzt mal dahingestellt, aber das Gesetz ist wirklich genauso geschrieben, dass ein Segway darunter fällt und alles andere nicht. Auf der anderen Seite, dadurch, dass es diese Verordnung gibt, haben wir in Deutschland Segways, die halt ein Nummernschild haben, die eine Prüfung vom Kraftfahrtbundesamt unterliegen, die Licht haben müssen und eine Klingel. Und naja, ja, die Lacher kann ich verstehen. Aber so ist es halt nun mal. Na gut, also ein Segway ist es dann also auch nicht. Was ist denn die nächstgrößere Klasse oder die nächst aufwendigere Klasse? Naja, also ein Moped. Ja, wäre ja ganz nett. Ein Moped ist ja auch nicht ganz so schnell, fährt auch alleine. Vielleicht zählt es ja als das. Naja, also ein Moped muss halt einen festen Sitz haben, muss eingebaute Lichter haben, Rückspiegel, zwei unterschiedliche Bremsen, Nummernschild, Haftpflicht, Straßenverkehrs, STVZO, Konformitätsprüfung. Nee, da fällt es auch nicht drunter. Und wenn es nicht darunter fällt, naja, dann ist es ja sicher ein Kraftfahrzeug, also ein Auto. Und das macht voll Sinn, dass so ein Pedelec, so ein E-Tretroller halt einfach ein Auto ist. Na gut. Ja gut, das könnte man sich jetzt natürlich sagen, ist mir eigentlich alles egal. Viele von euch haben ja schon bei der Befragung die Hand oben gelassen. Ich weiß jetzt trotzdem, ist mir egal. Ich meine, ich habe ja auch so ein Teil. Ich bin auch nicht immer nur ausschließlich auf privaten Grundstücken gefahren. Problem ist halt, wenn ich im öffentlichen Verkehrsraum fahre, dann brauche ich eine Zulassung. Ich kriege aber keine, weil, naja, es fehlt halt die Schutzausstattung. Also es haben wohl Leute mal probiert, einfach zum Kraftfahrtbundesamt zu gehen und sagen, ja hier, ich habe hier dieses Fahrzeug, prüft es mal. Und die haben halt schallend gelacht und den wieder rausgeschmissen. Aber versucht haben sie es immerhin. Wenn ich dann damit fahre, naja, ich bin ja ein Auto, also vergleichbar mit einem Auto, ich bin ja ein Kraftfahrzeug. Das weiß ja jeder, dann muss ich eine Versicherung haben und die habe ich nicht, weil selbst wenn ich zur Versicherung gehe und sage, hey, ich würde gerne eine Versicherung haben für mein Fahrzeug, dann lachen die mich auch aus und schmeißen mich wieder hochkant raus. Dann fehlen so grundsätzliche Dinge wie, ich habe kein Nummernschild, weil wenn ich geblitzt werde, muss ja dann auch irgendwo der Strafzettel hin, das habe ich ja nicht, also das ist ja auch nochmal viel schlimmer. Und naja, der Vorteil, wenn ich das fahre, ich habe immerhin einen Autoführerschein. Ja, also nicht, dass es irgendwas helfen würde, aber wenn ich keinen Führerschein hätte, dann würde ich auch noch einen Strafzettel kriegen, weil ich fahre ohne Fahrerlaubnis. Und insofern, ja, ihr könnt das schon machen, aber ist vielleicht nicht ganz so ideal. Aber keine Sorge, die Politik kommt zur Hilfe. Und unser Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur, der Andreas Scheuer, der hilft uns aus der Patsche. Naja, der hat sich auch ein bisschen Zeit gelassen, denn es gab schon Ende 2016 vom Verkehrsministerium, haben die gesagt, so ja, da gibt es so Fahrzeuge, die könnten man sich mal anschauen. Und dann kam halt irgendwie eine kleine Anfrage von irgendeiner Partei, ich weiß gar nicht mehr wer, ja, was ist denn jetzt? Und dann hieß es, ja, wir haben voll die tollen Pläne, das kommt dann 2018. Ja, dann gab es halt eine Wahl und wie es dann in der Politik dann ist, ist zwar der gleiche Parteiangehörigkeit, aber das wäre dann der Drohbrind gewesen, weiß nicht, ob das Bild dann besser gewesen wäre. Naja, dann muss erstmal natürlich alles auf den Haufen geworfen werden und naja, seit 3 Jahren überall auf der Welt fahren sie diese Dinger. Dieses Hoverboard-Craze ist in Deutschland schon wieder komplett abgeflaut. Keiner kauft die Dinger mehr und ja, so langsam könnte es mal sein, dass da mal was passiert. Na gut, also der Andi Scheuer hat sich hingesetzt, hat sich überlegt, guck mal, jetzt piept er. Er will gefahren werden. Explodiert er jetzt, oder? 1A. Anschauungsmaterial kommt in diesen Weg. Na gut, also hat sich der Scheuer hingesetzt mit seinen Assistenten und Assistentinnen und hat sich überlegt, okay, wir machen jetzt mal eine Gesetzesvorlage.
Dann ging es halt zum Bundesrat. Ich habe mir dann so auf Wikipedia angeschaut, wie funktionieren eigentlich Gesetzgebungen in Deutschland und wo geht es dann hin und wer unterschreibt und wo. Und naja, Bundesrat, also die Länder haben dann gesagt so, ja nee, aber das ist ja voll gefährlich und das wollen wir nicht und hier in Hamburg gilt ja noch was anderes und na gut, dann haben sie irgendwie beraten, ein paar Änderungen gemacht, dies und jenes, aber letztendlich haben sie jetzt irgendwie diesen Gesetzesvorschlag und da steht drin, ja okay, EKFV, Elektro-Kleinstfahrzeugförderung, aber was ist denn ein EKF? Ein Elektro-Kleinstfahrzeug ist ein Gerät, was eine fahrdynamische Mindestanforderung erfüllt. Und dann noch zusätzlich, also es darf halt irgendwie kein Würfel sein, was einfach so in der Gegend stehen. Das muss schon irgendwie Fahrtauch, also so eine Dynamik haben. Es hat natürlich, ja, steht im Wort Elektro, einen elektrischen Antrieb. Es fährt 6 bis 20 km/h bauartbedingt. Also nicht, dass ich ja irgendwie einen 100 km/h Motor dran machen und das Drosseln, nee, das geht nicht, das muss schon so gebaut sein, dass er höchstens mindestens 6 und maximal 20 fährt. Die Grenze mit 6 ist übrigens, weil im Straßenverkehr meistens halt so Fußgeschwindigkeit ist zwischen 3,6 und 6 km/h. Deswegen ist es halt so, es ist schneller als ein Mensch, der zu Fuß ist. Und bei so 20 km/h, da fangen halt an, so die Mopeds zu zirkulieren, deswegen ist da so diese Grenze zwischen 6 und 20. Dieses Teil zum Beispiel fährt 25 und da haben wir schon mal ein Problem zum Beispiel. Ja, und die meisten, die man heute auf dem Markt kriegt, die fahren auch alle 25. Na gut, es muss eine Lenk- oder Haltestange haben. Ich gucke mal so ein bisschen runter. Und eine Leistungsbegrenzung von 500 Watt. Bei den selbstbalancierenden, also bei unserem Segway als Beispiel, dürfen es auch 1400 sein. Und es darf höchstens 55 Kilogramm wiegen. Also ich meine, die Dinger sind nicht leicht, also auch so ein E-Tretroller oder so ein Einrad, die wiegen schon was, also so 10, 15 Kilo, das ist so eine Größenordnung. Ich habe mich dann auch gefragt, warum 55? Dann habe ich irgendwie kurz gegoogelt und gesehen, dass dieses Offroad-Segway wiegt 54,7 Kilo und dann wusste ich, ah, okay. Also offenbar hat Segway irgendwie eine große Lobby in Deutschland. Na gut, aber das ist halt, offenbar hatten die Gesetzgeber auch genau diese Fahrzeuge vor Augen und halt andere nicht. Es muss halt letztendlich ein Elektro-Kleinstfahrzeug, es muss halt irgendwie elektrisch angetrieben, ein Fahrzeug, ist aber klein, es muss halt verkehrssicher sein. Es muss halt bremsen können, man muss es halt steuern können, es muss eine Beleuchtungsanlage haben, so ein paar Grundanforderungen. Ja, jetzt kommt halt so ein bisschen die kleine Quizrunde, ja, okay, also E-Tretroller, ja, das ist ja so der Aufhänger, ja, okay, das ist, zählt, das hat halt eine Haltestange, das kann man irgendwie zwei verschiedene Bremsen anbringen, dies und jenes. So ein Hoverboard, nee, das hat einfach keine Lenkstange. Ja, Segway ist das Beispiel, das ist selbstbalancierend, ja, hat eine Achse, hat nicht zwei Räder hintereinander, aber seitlich, ja, sieht nicht mehr ganz so aus wie ein Fahrrad, das ist noch erlaubt und ja, deswegen gucke ich immer so ein bisschen traurig nach unten, weil, naja, das Einrad, was ich auch besitze, keine Chance. Ja, ich meine, ein Einrad, also oft bei Fahrrädern wird halt auch unterschieden, ist es einachsig, ist es zweiachsig, hat es zwei Räder, hat es vier Räder, das ist ein Dreirad. Naja, nee, es hat nicht mal, ich weiß ja nicht mal, zählt, wenn ich ein Einrad habe, das als einachsiges Fahrzeug? Also ich meine, ja, ich stehe ja nebendran, aber das tut ja nicht zum Fahrzeug. Also es hat ja so dann duale, zwei unterschiedliche, unabhängige Bremsen. Ja, und wie steuere ich? Ich wüsste nicht mal, wo ich die Bremsen halte. Und dann, naja, okay, bei der Klingel, naja, da gibt es halt diese Inline-Skates-Klingel, die kann ich mir so an der Hand festmachen. Ja, Rückspiegel, na gut, vielleicht so am Hut oder halt am Helm idealerweise. Aber Nummernschild und die Plakette soll man ja hinten anbringen. Das Ding hat halt kein Vorn und kein Hinten. Ja, das Licht, wenn ich rückwärts fahre, dann sagt er, okay, dann ist jetzt da vorne und macht das Licht da an und das Bremslicht auf die andere Seite. Also irgendwie wird klar, ganz deutlich, dass die Politik halt an so einen Tretroller gedacht hat und einen Segway vielleicht auch noch, weil das gab es ja eh schon. Aber viele der anderen Optionen, ja, das war denen egal. Ich sage jetzt nicht, dass das Einrad zum Beispiel das beste Fahrzeug ist. Ich persönlich finde es toll aus verschiedenen Gründen. Ich finde es sehr praktisch, dass es so kompakt ist.
Aber ich befürchte, dass wenn ich damit legal fahren will, wie ich es in der ersten Folie erwähnt habe, dass ich das dann einfach verkaufen muss und mir was anderes kaufen werde. Na gut, okay, dann gibt es ja dieses Gesetz. Dann darf ich jetzt losrollern? Nein. Ihr müsst mindestens noch 2 Wochen warten. Da soll voraussichtlich das Gesetz verabschiedet werden. Nehmen wir mal an, sind 2 Wochen später, dann gibt es jetzt das Gesetz, es ist unterschrieben. Okay, dann müsst ihr euch erstmal eine Versicherungsplakette zulegen. Ich habe schon mit meinem Versicherungsmenschen gesprochen und ihm gesagt, so hey, das gibt es zwar noch nicht, das Produkt, aber Versicherungen sind ja sicher schnell, wenn es darum geht, Geld zu machen. Ich werde dein erster Kunde sein, der so eine Versicherungsplakette für so einen E-Tretroller haben wird. Das heißt, er ist auch schon vorgewarnt. Wo ich noch ein großes Fragezeichen habe, ist, bei Autos gibt es ja, man muss, oder Motorrädern, bei Kraftfahrzeugen muss man ja eine Zulassung vom Kraftfahrtbundesamt haben. Und bei den Elektrokleinstfahrzeugen sagt man, nein, wir sparen uns das, aber dann wird halt wieder von der Betriebserlaubnis gesprochen. Und da, naja, ich bin leider kein Anwalt, ich kenne mich da nicht so viel aus, weil mit Autos habe ich ja nicht viel am Hut, was das jetzt bedeutet. Also ich gehe davon aus, dass es halt nicht so, ich muss jedes Ding einzeln prüfen, sondern es wird halt so, ja, okay, hier ist Stempel. Nur für mich stellt sich dann die Frage, naja, wenn das, was jetzt in den Läden steht und in 2 Wochen da auch noch stehen wird, ist es dann automatisch dann mit in der Erlaubnis oder muss ich erst warten, bis die einen Stempel auf die Packung machen, so wie Spiel des Jahres und erst dann ist es straßenlegal? Also wenn ihr noch keins habt, würde ich euch empfehlen, wartet noch die 2 Wochen ab. Weil, oder vielleicht könnt ihr im Internet die Informationen finden, vielleicht nachher in der Fragerunde hat jemand genau diese Info. Da würde ich mich sehr freuen, ich habe da nicht so viel gefunden. Na gut, naja, diese Versicherungsplakette ist ja auch nur eine Haftpflicht. Es ist, wie gesagt, schon eine Erlaubnis, keine Zulassungspflicht, das ist ja schon was anderes. Und jetzt kommt so ein bisschen der kritische Punkt, oder zumindest in meinen Augen der kritische Punkt, das wurde auch beim Bundesrat halt sehr kritisiert und das habt ihr vielleicht auch in den Nachrichten mitbekommen. Man soll diese Fahrzeuge nicht auf Gehwegen und in Innenstädten, also in Fußgängerzonen fahren, sondern auf Radwegen und Radstreifen. Und, so wie es beim Fahrrad halt ist, wenn es die nicht gibt, dann halt auf die Straße. Okay, kann man jetzt, die Radwege gibt es halt echt nicht überall und meistens sind die auch schon voll und ich habe dann ja irgendwie ein anderes Tempo und ein anderes Fahrverhalten, aber gut. Aber das ist die Begründung und das jetzt kommen wir so ein bisschen Richtung Sicherheit. Da werde ich gleich noch die nächste Folie zeigen. Ich fand das ein bisschen seltsam. Das Letzte, was ich noch zu dem Thema erwähnen wollte, 15. Juni, ja, ich habe es schon erwähnt, seit 2016 will man sich darum kümmern. Warum dauert das denn so lange? Naja, okay, jetzt haben sie halt dieses Gesetzesentwurf gemacht und dann fällt halt auf, wenn ich jetzt da diese Fahrzeuge erlauben will, dann reicht mir nicht nur diese Verordnung, sondern ich muss dann die Fahrerlaubnisverordnung ändern, weil vorher war es ja ein Auto, also brauche ich einen Führerschein, das brauche ich jetzt nicht, also muss ich da ein Gesetz ändern und eine Ausnahme machen für diese Fahrzeuge. Ich muss die Zulassungsverordnung ändern und ich muss auch die Bußgeldkatalogverordnung ändern. Weil plötzlich gelten ja irgendwelche Regeln und die müssen ja auch alle bestraft werden, wenn man sie nicht einhält. Zurück zur Sicherheit. Also, das Argument war ja, warum man jetzt nicht auf Gehwegen und in Fußgängerzonen fahren darf. War ja, die Dinger sind leise und man hört die nicht kommen. Und wenn man da mit 20 km/h rumfährt und da steht halt irgendwie so eine alte Person, hat einen Unfall, die Person fällt um und im schlimmsten Fall passiert was ganz Schlimmes. Na gut, aber so ein Erwachsener, der halt 20 km/h fährt auf seinem E-Tretroller gegen eine Seniorin, die irgendwie in der Ecke steht, der Geschwindigkeitsunterschied ist 20 km/h. Wenn ich jetzt überlege, so eine Person, also diese E-Tretroller sind meistens so für 100 Kilo gedacht, 55 Höchstgewicht von dem Teil, also 155 Kilo, so ein Senior wiegt vielleicht 50 Kilo, worst case, dann haben wir halt einen Masseunterschied von 105 Kilo. Okay, und es ist jetzt vielleicht ein bisschen makaber, wenn ich so einen Senior umfahre, weil, keine Ahnung, so ab 60 Jahren nenne ich die Person Senior, Lebenserwartung ist 60 Jahre, sind 20 Jahre futsch, ist super ärgerlich, das ist total unsicher, das geht ja gar nicht. Deswegen wurde die Verordnung geändert.
Jetzt dürfen Kinder ab 14 Jahren mit 20 km/h fahren auf der Straße. Naja, wenn da jetzt so ein LKW ist, wir kriegen ja dauernd in den Medien mit, wie mit Abbiegeassistent und dies und jenes, wie oft da halt ein Fahrradfahrer schon umgefahren wird, ein Fahrradfahrer, der durchaus auch schneller fahren kann als 20 km/h. Wie oft die umgenietet werden. Naja, da, wenn ich jetzt Best Case, also vorhin habe ich alles Worst Case gesagt, jetzt mache ich mal Best Case, also das Ding fährt 20 in der Innenstadt, ich will von außerhalb von geschlossenen Ortschaften gar nicht reden, ja, LKW fährt 50 km/h, der Tretroller 20, ja, dann ist das Delta schon mal 30 km/h. Ja, wenn ich jetzt ans 40-Tonner denke, ja, so ein 14-Jähriger wird nicht 155 Kilo wiegen, aber dann habe ich halt irgendwie noch einen Unterschied von 39.000 Kilo. Und naja, so ein 14-jähriges Kind, da ist die Lebenserwartung noch ein bisschen höher. Und das ist vollkommen in Ordnung. Also wenn das Argument Sicherheit war, wir wollen die Personen im Straßenverkehr schützen, dann weiß ich nicht so ganz, ob das jetzt voll sicher für alle ist. Ich will jetzt nicht sagen, dass das total doof ist und man muss mit den Dingern in der Innenstadt und auf Gehwegen fahren. Ich sage nicht, dass das die bessere Lösung ist. Ich sage nur, also das kann nicht die gute Lösung sein. Ja, ich persönlich hätte jetzt irgendwie vorgeschlagen, naja, okay, wenn es keinen Fahrradstreifen gibt, dann sollen die halt vielleicht doch auf dem Gehweg fahren dürfen. Fußgängerzone meinetwegen nicht, ich bin ja schnell genug auf dem Teil, ich kann auch mal den langen Weg fahren. Na gut, aber das ist voll sicher für alle. Und so ist es und ab in 2 Wochen werden wir dann sehen, was der Markt hergibt, was die Versicherung hergeben, was da alles noch kommt. Ich habe das Gesetzesvorlage habe ich hier. Da steht natürlich, das ist dann so wie es sich in Deutschland gehört, das sind dann irgendwie 20 Seiten Text, wie lang die Stange sein darf, wie breit das Gerät sein darf, was die Bremsleistung hergeben muss, wie hell das Rücklicht leuchten muss und ja, alles so, wo sich dann ganz viele Leute daran erfreuen. Aber ansonsten habe ich es diesmal geschafft, meine geplante Zeit einzuhalten. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und habe noch ein bisschen Zeit für Fragen. Der Herald rennt schon mit dem Mikro. Hi, hört man mich? Ja. Vielen Dank für den Vortrag. Ich möchte noch was zu der Folie sagen, wo du gesagt hast, ab 15. Juni und mit den Rollern kaufen. Ich habe dann tiefere Informationen. Super. Alles, was man momentan im Laden sieht, bis auf 2 deutsche Produkte, wird niemals legal werden. Also Punkt. Also da war ja meine Vorwarnung, wartet lieber noch 2 Wochen, das genau, also gar nicht so schlecht. Und es ist so, du hast ja gesagt, man braucht keine Zulassung, sondern nur diese KWA-Sache. Ja. Das ist eine Typgenehmigung, das heißt der Hersteller, der so ein Fahrzeug zulassen möchte, weil es ist eine Zulassung, es ist eine Typzulassung, muss erstmal befähigt werden, dass er überhaupt Fahrzeughersteller werden darf beim Kraftfahrtbundesamt. Der muss da diverse Audits durch das Kraftfahrtbundesamt und einen benannten technischen Dienst machen. Dann muss er eine Typzulassung, ähnlich wie ich ein Auto, ein Motorrad oder ein LKW mache, für das Fahrzeug durchführen. Die reicht dann bei uns ein sogenanntes Gutachten zur Typzulassung, wird dann erstellt. Okay. Dieses reiche ich beim Kraftfahrtbundesamt ein. Das Kraftfahrtbundesamt prüft das und erstellt dann diese ABE, diese allgemeine Betriebserlaubnis, Typzulassung. Super, vielen Dank für die Info. Und das heißt aber, zudem jetzt an dem Tag, an dem das Gesetz unterschrieben wird, nicht an dem es unterschrieben wird, sondern an dem es gültig wird, ist der erste Tag, an dem das Kraftfahrtbundesamt die Anträge zur Erteilung der Betriebserlaubnissen annehmen darf. Also will ich nicht am 16. schon rumfahren dürfen. Super, vielen Dank für die Info. Ich habe es mir schon gedacht, dass hier im Chaos-Umfeld jemand mit genau diesem Spezialwissen da ist. Genau. Ganz toll. Nachher frage ich dich mal privat. Du hast gesagt, es sind 2 schon, die doch eine gute Chancen haben? Oder? Nö, es sind 2 über eine Ausnahmeverordnung jetzt schon zulässig. Okay. Also ich kann theoretisch jetzt einen Laden gehen, die kaufen. Ich bekomme jetzt ein Kennzeichen dafür und kann damit morgen losfahren. Das geht jetzt schon. Danke für die Info. Hier vorne hatte sich noch jemand gemeldet. Ja, ich wollte fragen, wie es mit der Mitnahme in öffentlichen Verkehrsmitteln ausschaut. Also muss ich dafür ein Fahrradticket lösen oder was zählen die Dinger denn? Das wird sich dann sicher zeigen. Ich habe zufällig neulich gerade gelesen,
Also ich weiß, dass im KVV kann ich halt einen Koffer mitnehmen und auch ein Fahrrad ohne, also hier im Karlsruher Verkehrsverbund, ohne Aufpreis. Zumindest Fahrräder nicht gerade zwischen 8 und 10 Uhr morgens nicht, aber sonst ja. Deswegen würde ich behaupten, ja, das geht. Ja, so, und deswegen finde ich ja dieses Einrad so toll, weil das ist halt so eine Aktentasche, die du zwischen den Beinen halten kannst, so größenordnungsmäßig. Ich habe aber auch schon gelesen, dass es Flugzeuggesellschaften in Deutschland auch gibt, die sagen, nee, das Ding könnt ihr nicht mit dem Flieger nehmen. Ob das dann mit dem Akku auch was zu tun hat, kann ich dir nicht sagen. Aber meistens so ein Overhead-Compartment für gefaltete E-Tretroller, dann passt da nichts mehr rein, befürchte ich. Da kam vielleicht gleich ein Kommentar. Ja, genau. Eine Anmerkung zu der Mitnahme im Zug. Ich habe neulich gelesen, bei Agiles, Pedelecs darf man mitnehmen, aber S-Pedelecs, die ein Versicherungskennzeichen oder alles, was ein Versicherungskennzeichen braucht, darf man nicht mitnehmen. Und na, ist super. Das irgendwie auch zu befürchten. Und die haben ja genau die gleichen Akkus und so weiter. Und bei Fluggesellschaften sind ja bei Pedelecs eh die Akkus zu groß für Lufttransport. Und eine Frage habe ich noch, weißt du, wie das irgendwie mit europäischer Harmonisierung aussieht? Wird man das irgendwann mit in die Schweiz, nach Frankreich, was auch immer nehmen dürfen? Naja, bitte? Ah, da sagt er, ihr könnt euch gerne da nachher unterhalten. Naja, also ich kann euch, ihr wisst ja wahrscheinlich, dass in anderen Ländern in Frankreich, in der Schweiz, in Österreich, da stehen ja teilweise in den Innenstädten die Dingern rum, meistens so als Mietservice. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass wenn ein Mietservice die öffentlich in die Stadt hinstellt, dass die da nicht für jedes einzelne Ding verklagt werden wollen und entsprechend die das da rumfahren dürfen. Ich befürchte, dass halt hier in diesem Fall Deutschland einfach weit hinterher ist. Noch Fragen da hinten, ja? Also vielleicht mal ein Schwank aus dem Leben. Ich fahre natürlich nicht mit meinem Roller im öffentlichen Straßenverkehr. Sehr weise. Wenn ich aber in Berlin mit diesem Roller im öffentlichen Straßenverkehr fahren würde, würde ich einen Teufel tun, mit diesem Ding auf dem Gehweg zu fahren. Denn dafür laufen mir dafür einfach zu viele Leute rum. Da kann ich ja dann nicht schneller als 6 km/h fahren. Das bringt mir also überhaupt nichts. Da kann ich eh gleich laufen. Also insofern ist diese Überlegung, nimmt doch den Fahrradweg, zumindest für Großstädter, definitiv die sinnvollere Variante. Klar, auf der anderen Seite denke ich, also ich persönlich will auch nicht notwendigerweise immer 20 km/h fahren. Ich würde am liebsten noch schneller fahren, nein. Aber ich hatte auch mal eine Fußverletzung und da war halt jeder Schritt halt schmerzhaft. Und da denke ich mir, hey, also diese Mobilitätshilfe, wie wir sie vorhin bei Segways gehört haben, da hätte ich das ganz schön toll gefunden. Ja, und es gibt halt auch Menschen, die halt aus unterschiedlichsten Gründen halt vielleicht lange Wegstrecken, Fußstrecken nicht bewältigen können. Und da reichen 6 km/h vollkommen. Aber ja, klar, in der Innenstadt, in Berlin habt ihr ja wenigstens breite Gehwege. Hier in Karlsruhe wird es ja daran schon scheitern. Aber danke für die Info. Da hat sich noch jemand gemeldet. Noch eine Frage. Gibt es irgendeine Möglichkeit, wenn das Gerät am Fuß befestigt ist, also sowas wie ein motorisierter Inline-Skater, gibt es da irgendwelche Möglichkeiten? Also die Elektro-Clients, also es hat einen Motor, es fährt mehr als 6 km/h. Laut EKFV muss es eine Haltestange haben, würde ich behaupten, hat es nicht. Ich befürchte, dass wir wird dasselbe Ende nehmen wie mein Einrad. Ja, bitte? Hallo. Ich habe eine Anmerkung zu den Leihdiensten. Und also da darf man sich nicht zu früh freuen, wenn man bald diese Xiaomi Star Standard-Scooter auf den Straßen sieht, wenn Bird und Co. und Lime halt nach Deutschland kommen, und das werden sie. Denn die treten selber als Hersteller auf und lassen halt dieses Gerät, was sie sonderanfertigen lassen, abnehmen. Ja? Und die haben da eine eigene Firmware drauf, die haben eh ihr eigenes Zeug da mit der Bezahlung und der Abrechnung, und die drosseln das entsprechend, und die haben da eine Lobby, dass sie das durchkriegen. Aber deswegen ist doch lange nicht dieser Xiaomi M365 dann legal. Ja. Also da darf man sich nicht, Genau diese Diskussion über wie toll oder wie schrecklich diese Anbieter sind, die will ich eigentlich vermeiden. Da können wir uns gern privat unterhalten, aber es ging erstmal um die EKFV. Aber ja, dass es vermutlich kommen wird, gehe ich auch davon aus. Da hat noch jemand was. Ja, eine Frage noch zu Rollstühlen. Wie zählen die dazu? Was passiert, wenn der hat ja, soweit ich weiß, kein Kennzeichen oder keine Plakette. Was passiert, wenn der Rollstuhl jetzt aus irgendeiner Fehlfunktion, nenne ich es jetzt mal,
schneller fährt, ist es dann immer noch ein Rollstuhl oder muss ich den dann neu zulassen? Darf ich den überhaupt noch fahren oder auch nicht mehr? Also, naja, zum Ersten, wie gesagt, also prinzipiell, finde ich übrigens immer noch die beste Anwendung für diese Unterstützung von diesen E-Motoren bei Rollstuhlfahrern, weil das macht deren Leben wirklich so viel, naja, so viel nicht, aber halt schon ein ganzes Stück einfacher. Aber ja, die sind wahrscheinlich so gebaut, dass sie unterstützend wirken. Oh, ach so, du meinst, okay, nee, ich meine die handangetriebenen, da würde ich eh sagen, die sind unterstützend. Und naja, aber auch so ein Rollstuhl ist, glaube ich, 6 km/h, das würde dann unter die Grenze fallen. Ja, ja. Mit einer Fehlfunktion, wenn sie einmal passiert, kann man es ja reparieren. Wenn es mehrfach passiert, dann kriegst du wahrscheinlich Ärger, oder? Also, da kenne ich mich leider nicht aus, sorry. Aber ich gehe ganz stark davon aus, dass im Rahmen der Gesundheitsunterstützung halt da komplett andere, woanders angesetzt wird mit den Gesetzen und mit den Regelungen. Ich schaue noch mal in die Runde. Ich habe noch eine Frage. Hast du mal zusammengerechnet, was es denn momentan so kosten würde, wenn man die ganzen Verstöße, die man dann hat, kostet? Ja. Nein, ich kann. Irgendjemand fragte mich gestern, glaube ich, so von wegen, ja, ist es dann eine Straftat oder nicht? Also ist es dann, sind wir bei Bußgeldern oder Ordnungswidrigkeiten oder sind wir jetzt bei Straftaten? Naja, also wenn ich jetzt, keine Ahnung, Gegenfrage, wenn ich jetzt ein 17-Jähriger baut sich ein Auto, macht da irgendwie einen Mercedes-Motor rein und fährt mit 210 durch die Gegend, wie viel Ärger kriegt er? Und klar, das Maß ist ja, es gibt ja irgendwie so eine Grenze, so einen Spielraum, aber ja, der Worst Case ist dann halt, ne, wenn es halt als Auto zählt, dann kannst du auch dieses Strafmaß aufgebrummt kriegen. Ich hoffe, dass da ein bisschen Kulanz. Dann meldet sich jetzt ganz hier. Kurz noch, wir sind eigentlich mit der Zeit jetzt drüber. Ich wollte auch noch deine Frage haben. Also zu der Frage noch. Das Hauptproblem ist eigentlich, dass du deinen Führerschein verlierst. So. Und wenn du keinen hast, dann hast du gewonnen. Ja, okay. Aber du kriegst halt Punkte in Flensburg, musst du wahrscheinlich deinen Führerschein abgeben, ist die Frage, ob permanent oder für eine Zeit. Und wenn du ihn halt neu machen musst, ist das wahrscheinlich teurer als alles, was der Staat dir aufbringt. Also dann ist gut. Die Zeit rum. Vielen Dank für euer Feedback und für die Infos. Und es gibt natürlich ein paar Profis hier im Publikum, falls ihr noch Fragen habt. Ich stehe auch noch ein bisschen zur Verfügung. Danke, Jakob, nochmal für das Anschauungsmaterial. Wer sich traut, da mal drauf zu balancieren, könnt ihr euch bei Jakob anmelden. Ja. Vielen Dank, Nikolas. Applaus für Nikolas. Danke.